Hola und guten Morgen, Light Gaming ist mal wieder back in business und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Part von der Pokémon Soul Silver Randomizer Nuzlocke Challenge hier heute auf meinem Kanal. Ja, Leute, es ist anderthalb Wochen her, seitdem ich etwas hochgeladen habe und es tut mir unheimlich leid, also seitdem ich einen Soul Silver Part hochgeladen habe und es tut mir wirklich leid, ich hatte eine kleine Pause nötig, würde ich mal fast meinen. Aber ich denke mal, dass so eine Pause mal nichts Schlimmes ist. Jedenfalls können wir jetzt gehypt weiter in das Projekt starten und ich möchte gar nicht so viele Worte daran verlieren, denn je mehr ich daran jetzt verliere, desto weniger Zeit haben wir, um tatsächlich dann das Let's Play zu genießen und deshalb würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit dem Part. Und zwar im letzten Part haben wir ja die Arena geschafft und gegen unseren Rivalen gekämpft, den wir hier angetroffen haben. Und können uns jetzt dann auf den Weg machen Richtung Dukatia City, ein bisschen weiter Richtung Norden. Davor möchte ich aber nicht mit ihr reden, sondern mit Kurt, denn ich glaube, der hat unsere Pokebälle fertig, oder? Genau. Und Pokebälle kann man immer mal ganz gut gebrauchen, würde ich sagen. Vor allem in einer Randomizer-Nuzlocke, wo halt random irgendein Pokémon auftauchen kann, was auch mal sehr schwer zu fangen sein kann. Und ja, da möchte ich auf jeden Fall mal schauen. Da wir jetzt nicht unbedingt in nächster Zeit nochmal zu Kurt gehen, würde ich sagen, dass wir jetzt hier einfach dem keine Pokebälle mehr geben, beziehungsweise keine Beeren mehr und begeben uns in den Steineichenwald. Und hier können wir uns erstmal einen neuen Encounter fangen und zum anderen eben weiter mit der Story des Spiels weitermachen, sozusagen. Und bin mal gespannt, was wir uns hier, was wir denn hier finden werden. Davor aber erstmal den Trainer hier. Ah ne, genau, das ist kein Trainer, das ist der mit den Porentas eben. Und ja, die müssen wir jetzt erstmal einfangen. Allerdings gibt es hier, wie gesagt, wilde Pokémon. So. Und hier ist direkt mal der Encounter. Und es ist ein Hytera. Ha. Wow. Ein Hytera. Ich meine... Wow. Ich bin nicht wirklich begeistert, weil Hytera halt offensiv echt scheiße ist. Und uns da nicht wirklich viel weiterhelfen kann. Klar, es ist echt defensiv, aber sofern wir da nicht die richtigen Attacken drauf spielen, würde uns das, glaube ich, auch wenig weiterhelfen. Ich werde es mir natürlich trotzdem jetzt fangen. Muss aber dann mal schauen, wie das nachher aussehen wird. Wir haben es jetzt erstmal verwirrt, das ist schön. Und ja, ich gehe, denke ich mal, direkt auf... Nee, ich wechsle erstmal den Bronzong aus. Denn dann kann ich es einschläfern und schauen, wie ich das dann am besten fange. Und ja, eventuell tun wir sonst ins Team. Wir bekommen ja auch noch aus dem Ei, was wir noch haben, können wir ja auch noch ein Pokémon bekommen. Und da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Aber jetzt erstmal hier Routenschlag, okay. Ist in Ordnung. Und gehe jetzt erstmal auf Hypnose. So. Sehr schön. Bin ich mal gespannt. Hytera ist jetzt nicht das Pokémon, was ich erwartet habe. Aber was ich auch schon erwähnt habe, ist, sofern wir hier tatsächlich die TM Kopfnuss bekommen, können wir uns auch in der Stadt selbst, Azalea City, ein Pokémon fangen. Indem wir einfach das einsetzen. So, Mondball, was kannst du überhaupt? Um Pokémon zu fangen, die sich durch einen Mondstein weiter... Wow, wow. Als ob wir den irgendwie mal gebrauchen könnten. Ich meine, wow. Ey, vielleicht klappt das ja. Oh, natürlich wackelt es dreimal und dann nicht mehr. Haben wir gerade überhaupt mit der Hypnose getroffen? Warum habe ich da gar nicht drauf geachtet? Bin ich doof? Ja, ich bin anscheinend bin ich echt doof. Aber die Hypnose hat doch getroffen. Es ist nur First Turn aufgewacht. Kann das sein? Irgendwas war es in dieser Hinsicht. Aber gut, ihr seht schon, ich bin ein bisschen verpeilt und so, aber ich bin noch etwas aus dem Rhythmus raus, muss man sagen. Aber ich versuche mich da jetzt, wie gesagt, wieder einzufinden. Ich habe auch... Oh, es geht einfach nicht rein. Ich habe auch in den Tagen, in denen ich nicht aktiv war, mit dem lieben Glaber ein neues Projekt, sozusagen ein neues Format ins Leben gerufen. Und habe das mit ihm ja schon eine Stunde lang aufgenommen. Also wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ihr könnt da auf jeden Fall gespannt sein. Ihr werdet davon früh genug erfahren. Und ja, das, also ich denke mal, Glaber sollten viele von euch kennen. Ist auf jeden Fall ein ganz cooler Typ. Und ich bin jetzt endlich nochmal dazu gekommen, mit ihm in Kontakt so richtig zu treten, sodass wir zusammen ein Projekt ins Leben gerufen haben. Was dann hoffentlich auch gut bei euch ankommt. Also uns macht es auf jeden Fall Spaß aufzunehmen. Deshalb wird da auf jeden Fall auch regelmäßig was kommen. So kann ich das jetzt schon mal sagen, aber was genaueres möchte ich euch da noch nicht vorwegnehmen. Und ich denke mal, das wird jetzt der letzte Pokéball sein, den ich werfe, denn ich möchte das Teil für das Teil ehrlich nicht so viele Bälle verschwenden. Und vielleicht geht's jetzt rein? Nein, natürlich nicht. Okay, dann
Kannst du mich mal, Hytera? Es tut mir leid, aber Hytera ist eh nicht das Pokémon, was ich unbedingt gerne benutzt hätte. Von daher, ja, müssen wir uns leider hiervon verabschieden. Und wir erlernen mit Pascal Wunschtraum. Und ich glaube, das werde ich einfach mal beibringen für Heuler. Denn warum nicht? Ich meine, Wunschtraum ist eine ganz interessante Attacke. Und warum nicht? So, gut. Hytera also leider nicht gefangen, aber wie gesagt, ich denke, ihr könnt verstehen, dass ich da nicht allzu viele drin verschwenden möchte, also allzu viele Pokébälle. Und ja, so. Ich denke, jeder kennt das Prinzip, indem man hier einfach dieses Porenta fangen muss, indem man es mit Ästen bewirft, also indem man auf Äste tritt, nicht das, indem man es mit Ästen bewirft, wow. Nein, indem wir auf einen Ast treten und es dann eben in dieser Hinsicht sozusagen in die Richtung schaut, von wo wir eben auf den Ast getreten sind und dann hinten, von hinten an dieses Teil heran müssen, an das Porenta, um es dann eben einfangen zu können. Und das erste war ziemlich einfach, so zum dran gewöhnen, das kennt man ja von Pokémon. Und das zweite dürfte ziemlich, ja, schwer sein, aber ist es für uns halt nicht, weil wir wissen, wie es geht. Aber gut, so. Wir holen uns jetzt erstmal den Pokéball. Das ist ein Klauenfossil, nice. Das heißt, wir können auch irgendwann ein Fossil hier verwenden. Wobei ich gar nicht weiß, ob das überhaupt möglich ist, dass wir das wirklich benutzen, weil... naja. Also, weil es halt so ist, dass wir dieses Clown-Fossil ja hier bekommen haben. Das heißt, im Prinzip hätten wir das Pokémon noch hier bekommen, oder nicht? Oder, nee, genau an dem Ort, an dem wir es eben ausschlüpfen werden. Und das ein anderes Pokémon ist Azurill. Also, da hätten wir auch nicht so viel Spaß dran gehabt, glaube ich. Azurill ist auch jetzt nicht klar, Azumarill, aber... Naja. Nicht unbedingt das Wahre. Aber gut, wir können uns jetzt hier von vorne ansprechen und es läuft dann in die eben entgegengesetzte Richtung. Und ich glaube, wir müssen es irgendwie dazu bringen, dass es nach rechts läuft, wenn ich mich nicht irre. Nee, ich glaube, es muss nach oben. Ich kenne ehrlich gesagt das Rätsel nicht mehr ganz, aber trotzdem halte ich mich jetzt mal für schlau genug, dass wir das ganz schnell hinbekommen. Genau, so müssten wir es eigentlich schon gehabt haben. Wir müssen jetzt nur schauen, dass wir hier auf nichts mehr drauf treten, an Ästen und so weiter. Ja, genau, und dann kommen wir einfach von hinten dran. Sehr schön. Haben wir dieses Porenta hier auch bekommen. Und haben dann jetzt schon mal beide Porentas. Und dann haben wir dieses Rätsel mehr oder weniger schon gelöst. Können uns gleich mal eben anschauen, ob wir eben die Kopfnuss hier bekommen, die TM. Und welchen Pokémon wir sie überhaupt erlernen. Ist ja auch gar nicht so die schlechte Attacke, muss man sagen. Besser als Tackle zumindest. Und kann die dann eben schon mal verwenden, um eben dementsprechend irgendwo Pokémon zu fangen. Und hier bekommen wir erstmal eine VM. Auch sehr, sehr nice. Müsste jetzt der Schneider jetzt sein, den wir einsetzen können. Und werde ich dann auch direkt beibringen, irgendeinem Pokémon. Müssen natürlich aufpassen. Ich finde das echt doof mit diesen VMs, dass man die eben sozusagen im Prinzip irreparabel erlernt. Kann man das so sagen? Ich denke mal schon, aber ist ja auch an sich egal. Also muss der Schneider jetzt erstmal schauen, welchem Pokémon wir das denn beibringen. Ja, ich denke Swampy. Weil Swampy erlernt Egelsamen, Erdbeben, irgendeine Pflanzenattacke. Und das war es eigentlich. Also Knirscher vielleicht noch, aber weiß ich nicht, ob das unbedingt nötig ist. Deshalb würde ich eigentlich sagen Swampy, wobei Spinarak halt auch nur eine Pflanzen- und eine Giftattacke erlernt, also so, keine Ahnung, Gigasauger und Matschbombe und dann war es das auch. Schlafpuder eventuell, aber wir haben Hypnose auf Natsu, deshalb werde ich es, glaube ich, Spinarak einfach beibringen. Ja, müssen wir mal schauen. Megasauger, Aromakur können wir, denke ich, verlernen, weil Aromakur werden wir eh nicht unbedingt brauchen, denn wir haben ja sowieso Hyperheiler und so weiter, deshalb, ja, im Competitive wäre es ganz nützlich, aber hier nicht. Von daher, machen wir das so. Ist, denke ich, mal gar nicht so verkehrt und ja, jetzt können wir uns hier erstmal auf dem Weg nach oben machen, genau. Ah, nice. Und wo ich jetzt gerade schon mal hier bin, hier ist ja auch dieser, ich glaube, jetzt kommt auch hier das Kimono Girl oder sowas. War hier nicht irgendwie was davon? Jedenfalls ist hier der Schrein des Waldpatrons. Und das bringt mich gerade also auf diese Idee mit Celebi. Ist ja ein Event. Dass wir das eventuell am Ende des Let's Plays vielleicht noch machen. Krebskor, das wäre geil gewesen. Aber dass wir eventuell so ein paar Events noch am Ende des Let's Plays machen. Je nachdem, wie weit wir kommen, wäre eventuell gar nicht mal so schlimm. So schlecht, wie auch immer.
Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das gerne hättet, weil warum nicht? Ist doch, denke ich mal, ganz lustig. Aber ob das jetzt unbedingt nötig ist, weiß ich nicht. Würde uns ja fürs Let's Play nicht unbedingt weiterhelfen und ich glaube nicht, dass ihr die eh noch nicht kennt, diese ganzen Events. Und wenn, dann findet man die auf YouTube sowieso. Deshalb, ja, muss man da irgendwie schauen, aber ich denke mal, wäre vielleicht ganz lustig. Je nachdem, vielleicht, wenn wir gar nicht so weit kommen, dann haben wir wenigstens noch was zu zeigen, aber ja, bin ich mir jetzt nicht unbedingt sicher, ob ihr das sehen wollt. Nun gut. Geht jetzt hier relativ langsam voran, das ist klar. Ich werde mir, wie gesagt, auch ab den nächsten Parts einen Gast dazu holen, damit ich hier nicht ganz alleine rumeier. Und da ist der Mann, der uns später die Kopfnuss beibringen wird, hoffentlich. Und da oben ist das Kimono-Girl. Auch interessant. So. Ist natürlich immer noch ein bisschen nervig, dass wir hier ein bisschen Lags dabei haben. Kann ich, wie gesagt, nichts dran ändern, aber ich denke mal, das ist alles noch im Rahmen des Möglichen, des Aushaltbaren. Und so weit sollte das eigentlich ganz in Ordnung sein. Ich meine, ich rede ja flüssig, von daher ist das ja ganz in Ordnung. Und die Pokémon fucken mich ein bisschen ab. Ich frage mich, habe ich Schutz oder sowas? Das wäre ja echt nicht schlecht, weil jetzt, wo unser Encounter weg ist, sind die wilden Pokémon einfach ehrlich gesagt nur noch nervig. Und dementsprechend will ich jetzt hier mal kurz schauen. Wir haben gar nichts. Das ist natürlich doof, okay. Kann man jetzt nichts machen. Eventuell werde ich die gleich kaufen gehen, wenn wir jetzt hier wirklich die Kopfnuss bekommen. Denn dann gehe ich natürlich nochmal zurück eben. Und ja, so. Der gibt den Baum jetzt erstmal eine Kopfnuss schön. Dafür sind normalerweise die Pokémon gedacht, die das machen sollen und nicht man selbst. Aber gut, der weiß auf jeden Fall, wie es geht. Und hier, ah, nice, unser Ei. Okay, unser Ei ploppt auf. Sehr nice. Was kommt da wohl raus? Ist das ein Togepi? Nee, oder? Ah, es ist tatsächlich ein Togepi. Wie langweilig ist das denn? Okay, dann werden wir das wohl nicht ins Team packen, denke ich. Ja, wir müssen ihm Spitznamen geben, aber ich nenne ihn jetzt einfach mal... Nennen wir es Brr, weil... Naja, das war halt so das, was ich gedacht habe, als ich das Pokémon gesehen habe, um ehrlich zu sein. Einfach Brr. Denn wir werden es eh nicht ins Team nehmen, aber eine Nuzlocke... wow. Ja, wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Und viele Brr-Momente gerade hintereinander. Aber gut, wo war ich stehen geblieben? Jedenfalls wollte ich sagen, dass in einer Nuzlocke es natürlich üblich ist, dass man jedem seiner Pokémon einen Spitznamen geben muss. Und deshalb habe ich das jetzt auch gemacht. So. Und tatsächlich können wir jetzt hier Kopfnuss erlernen. Ich werde das Togepi, denke ich mal, beibringen. Kann es das? Ja, sehr schön. Denn das ist ganz gut, denn so können wir halt, wie gesagt, uns so ein kleines Opfer hier mitnehmen. Togepi werde ich aber allerdings raustun. Es ist nur Level 1 und ich möchte so wenig Pokémon wie möglich verlieren. Und auf Level 1 kann das schon mal schnell passieren. Deshalb, ja, möchte ich das auf jeden Fall verhindern. Und ich hoffe mal, dass die Lags sich jetzt mal langsam verschwinden und es ist ein Metagross. Mann, warum kriegen wir immer so coole Pokémon nicht als Encounter? Das ist so nice und... Ah, unglücklich. Aber gut. Kann man jetzt leider nichts machen. Wir gehen jedenfalls erstmal zurück, um, wie gesagt, das Togepi, denke ich mal, auszutauschen gegen ein anderes cooles Pokémon, was wir noch in der Box haben. Und dann können wir, ja, uns den Encounter, wie gesagt, holen. Eventuell ist der Encounter ja auch so cool, dass wir ihn direkt für Togepi eintauschen. Das heißt, das machen wir, denke ich mal, direkt, wenn wir zurück sind. Und ja, dann können wir uns im nächsten Part eigentlich dem Steineichenwald widmen. Denn ich möchte jetzt hier nicht zu viel direkt aufnehmen, zumal es gerade etwas laggy ist, das merke ich ja. Und das normalerweise mehr als sonst, aber gut, kommt man, denke ich mal, mit klar, wie gesagt. Und es ist ein Absol, ah, das wäre auch cool gewesen. Mann, unser Pech. Leute. Unglücklich, unglücklich. Aber gut, was willst du machen? Kannst du nichts machen, richtig. Aber gut, so. Hier sind wir wieder zurück in Azalea City. Und City, nein, genau, Azalea City, so rum. Und jetzt werden wir den Kopf, die Kopfnuss einsetzen. Und mal schauen, was hier für ein Pokémon kommt. Wenn denn eins kommt, ist natürlich die Sache. Komm schon, irgendwas Cooles. Oder gar nichts, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Gehen wir mal woanders hin, gucken, ob da eventuell in diesem Baum eins ist. Brr, setzt Kopfnuss ein. So. Immer noch keins, Mann. Jetzt will ich aber mal langsam Pokémon, Leute.
Bitte? Hallo? Bitte, bitte? Wenn jetzt kein Pokémon kommt, glaube ich, werde ich cutten, bis dann eins kommt. Genau, ich werde da mal cutten und wir sehen uns gleich, wenn ein Pokémon kommt. Okay, da haben wir ein Pokémon. Jetzt bin ich mal gespannt. Bitte was ganz, ganz Cooles. Ein Havitag. Ach, Leute. Gebt mir doch mal was richtig Nices. Ich meine, wir haben schon ein paar coole Encounter. Kann man jetzt nichts gegen sagen, aber... Ja, das ist jetzt nicht so das Wahre. Immerhin haben wir jetzt ein Flug-Pokémon. Das heißt, irgendwann können wir auch fliegen. Das ist, denke ich mal, schon mal so eine kleine Sache, die mir gefällt. Aber ja, Level 5er Habitat. Ich meine, Leute, was soll das? Ist ja nichts Besonderes, wenn ich das mal so anmerken darf. Und ja, was willst du tun? Ich gehe jetzt auf Hypnose jedenfalls. Kriegt das Habitat eingeschläfert und kann dann jetzt mit einem Pokéball hier versuchen, das Teil einzufangen. Sollte, denke ich, nicht allzu schwer sein. Genau, wunderbar. Und dann können wir das Habitat auch mit ins Team nehmen für Togepi, denke ich. Warum nicht? Und ja, sollte, denke ich mal, nicht das größte Problem für uns sein. Für Habitat wurde ein Eintrag im Pokédex eingelegt. Sehr schön. So haben wir das immerhin schon mal gemacht. Und können ihm jetzt einen Spitznamen geben. Und ich habe hier gerade schon einfach mal auf meinem Handy YouTube geöffnet. Und gehe jetzt hier einfach mal kurz durch und schau mal, wen wir denn jetzt hier nach einem Pokémon benennen werden. Einfach mal durchschauen. Gibt ja viele. Und ich glaube, ich nenne es einfach Delta Fox. Das ist, denke ich mal, ein ganz passender Name vielleicht auch. Also Delta, ich weiß nicht, ich glaube, ich nenne es wirklich Delta Fox. Das ist, denke ich mal, besser. Damit auch hundertprozentig du weißt, dass es passt. Ich glaube, das müsste von den Buchstaben her passen. Ich mache das mal mit der Maus. Genau, passt gerade so perfekt. Als wäre es Schicksal gewesen. Und dann bist du das neue Habitat. Und das werden wir jetzt auch gleich mal sofort ins Team packen. Und dann denke ich, könnten wir den Part schon mal beenden und uns dann halt im nächsten Part den Steineichenwald komplett widmen. Wir haben ja schon das Kimono-Girl gesehen, was wir dann im nächsten Part auch ansprechen können. Und ja, dann bin ich mal gespannt. Wie gesagt, wir wissen ja alle, was nach dem Steineichenwald passiert, denke ich mal. Aber in der Randomizer Nuzlocke ist das immer mal wieder was anderes. Deshalb sind wir mal gespannt. Hier haben wir noch Quapuzzi, Kiho und unser Blago namens Kaumalat. Nein, unser Kaumalat namens Blago. So rum. Aber wir nehmen erstmal unser Delta Fox rein. Denn das ist gar nicht mal so schlecht unbedingt. So haben wir wenigstens einen Flug-Pokémon. Und warum nicht? Übrigens wollte ich euch auch noch so eine Frage stellen. Und zwar, falls es dazu kommen sollte, dass wir mal ein schillerndes Pokémon, also ein Shiny-Pokémon hier in diesem Spiel zu Gesicht bekommen. Obwohl unser Encounter schon weg ist für die Route. Sollen wir da eine Regel einführen, ob wir das trotzdem fangen dürfen? Denn wenn das ein cooles Pokémon ist und dann auch noch ein Shiny, würde ich es schon feiern, wenn das ins Team gehört und so ein bisschen so der Teamplayer wird. Also könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da wirklich strikt nach den Nuzlocke-Regeln gehen wollt oder ob so ein Shiny-Pokémon eben eine Ausnahme bildet. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich werde jetzt auch nicht extra irgendwie, was weiß ich, 50 Encounter pro Route versuchen zu sehen, dass da dann irgendwann ein schillerndes Pokémon kommt, sondern halt, dass das wirklich immer noch dem Zufall überlassen ist. Ja, so viel dazu. Ich denke, ich gehe jetzt noch kurz auf die in den Steineichenwald rein und beende dann dort den Part. Es war auf jeden Fall schön, mal wieder so einen kleinen Einstieg zu haben. Ist ja jetzt ein bisschen her, wie gesagt, dass ich den Part, den letzten Part gebracht habe und ja, jetzt kann es erstmal wieder weitergehen. Ich werde jetzt auch ein bisschen versuchen, mehr Showdown zu bringen. Jetzt eventuell in der Woche, in der mal keine GPL ist, dass ich dann eventuell ein normales Wi-Fi-Battle bringe. Je nachdem könnt ihr entscheiden, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Ist, denke ich mal, gar nicht so eine schlechte Idee. Ich habe da auf jeden Fall noch einen ganz coolen Kampf, den ich euch zeigen könnte. Für die Leute, die es tatsächlich interessiert. Und ich denke mal, vor diesem Schrein des Steineichenwaldes können wir auch ganz schön den Part beenden. Das war es auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es euch mal wieder gefallen hat und dass ihr euch auch freut, dass es jetzt endlich mal weitergeht. Das war es auf jeden Fall mit dem Part und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, Leute. Ciao.